Man nehme eine Stadt mit gut 6 Millionen Einwohnern, die einst einer der Endpunkte der transsibirischen Eisenbahn war. Ja, die Stadt war einst russisch, hieß Dalny. Heute ist sie, wieder muss man sagen, chinesisch und es befindet sich dort der nördlichste eisfreie Hafen Chinas. Die Rede ist von Dalian. Und wegen dieses eisfreien Zugangs zum Meer hat der Hafen, hat die Stadt eine wichtige strategische Bedeutung für China, die Volksrepublik China. Der erste Flugzeugträger Chinas, der dort im vergangenen Dezember seinen Stapellauf hatte, hat Dalian zum Heimathafen. Übrigens, die Stadt und die Region ist wegen ihres Klimas eine der wichtigsten chinesischen Urlaubsregionen im Sommer. Diese Bedeutung der Stadt nimmt das von Coop Himmelblau unter Leitung von Wolf Brix entworfene Dalian International Conference Center auf und setzt mit der Gebäudeskulptur eine architektonische Markierung nahe des Hafenbeckens und kreiert damit ein unverwechselbares Wahrzeichen für die Stadt. Ich freue mich, dass Wolf Brix wieder einmal bei Turn On ist. Herzlich willkommen, ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Dankeschön, Dankeschön. Habt ihr da was zum Zudecken von diesen? Nein, ich habe gehört, dass ich viel zu viele Bilder habe und dass ich nach 25 Minuten aufhören muss. Abgesehen davon, dass ich für diese Spazierchen zu alt bin, die Institutionen, die das verlangen, die zahlen für die 25 Minuten ein horrendes Honorar. Also, wenn ich unterbrochen werde und ich bin nicht fertig, lade ich die Leute ein, die den Vortrag fertig sehen wollen, zu einem Abendessen, das natürlich Turn On bezahlt. Habe ich ein Honorar? Na, dann beeile ich mich jetzt ganz geschwind. Das will ich nicht. Warum geht es nicht? So. Heutzutage muss alles effizient sein, intelligent und wenn geht, klein und billig. Das nennt man dann smart. Ich denke, die Architekten müssen effizient und billig sein. Die Fassaden müssen intelligent sein und die Städte und die Häuser smart. Ich denke doch, dass man vergisst, dass eigentlich der Architekt der Intelligente ist. Ich denke, wir könnten das ganze Problem einfach lösen, indem wir den Meter um 5 cm dehnen. Das gäbe eine Flächenvergrößerung von 10%, also bei 100 Quadratmeter 10 Quadratmeter und eine Volumensvergrößerung von 15%. Die Kostensteigerung von 15% könnte man bei einer Inflationsrate von 5% abfangen, indem wir 3 Jahre früher bauen. Wir haben momentan 3 Projekte in Arbeit, die politische Entscheidungen hausen sozusagen, in denen politische Entscheidungen getroffen werden. Das eine ist die EZB, ist kein Bankgebäude, ist ein Entscheidungsgebäude. Das andere, das ich heute vorstelle, ist das Dalian Konferenzzentrum für das World Economic Forum, eine sehr einflussreiche wirtschaftliche Vereinigung. Und das dritte ist Tirana, das Parlament für die neue albanische Demokratie. Das schwierigste Projekt, weil ich hier hautnah den Eingriff der Politik erleben kann. Und damit bin ich beim Thema. Wenn wir heute über Architektur sprechen, sprechen wir nur über diesen sichtbaren Teil, über den unsichtbaren Teil sprechen wir eigentlich nicht. Der unsichtbare Teil, der nicht nur die Methoden des Entwurfs beinhaltet, sondern auch das Reagieren auf die Sachzwänge, auf die Ökonomie und auf die Baucodes, sondern auch die entscheidenden Einfluss übt
die Politik, auch in China. Wie wir wissen, ist Architektur sehr schwer. Wenn wir Gewicht bewegen wollen, kostet es Geld und Zeit. Und wo Geld und Zeit ist, ist die Politik. Ich denke, dass die entscheidenden Widerstand, den wir leisten müssen, unter dem Motto stehen muss, dass, wie Rosen Luxemburg sagt, nicht der Verlust beim Kämpfen ist ein Verlieren, sondern man verliert sofort, wenn man nicht kämpft. Das betrifft auch die Desavouierung von Großprojekten. Ich denke doch, dass wir immer falsche Vergleiche ziehen. Wenn man sagt, ein Gebäude kostet 300 Millionen, da könnte man 300 Millionen Schulen, Kindergärten und was weiß, Spitäler bauen, richtig. Aber in diesem Fall rechne ich es anders. Ich sage, dieses Gebäude ist nur 2,5 Eurofighter wert. Und wenn der Eurofighter einen Angriff fährt oder fliegt, dann verbraucht er so viel Geld, wie die Maintenance für ein Jahr für dieses Gebäude betragen würde. Also wir bewegen uns nach China. Dalian. Wunderschöner Bauplatz. Dort haben wir zu bauen begonnen, nach den Dalian. Dalian ist erklärt worden, liegt also westlich von Peking an dem chinesischen Meer. Das ist der Bauplatz. Die Stadt hat sich entschlossen, den Wirtschaftshafen zu verlegen und ein Stadterweiterungsgebiet zu planen. Und als sozusagen als Landmark für dieses Stadterweiterungsgebiet wurden wir eingeladen, ein Kongress- und Kulturzentrum zu entwerfen. Wir konnten auch, nachdem wir sehr früh in diesen Prozess eingeschaltet wurden, die Landschaft um das Gebäude drumherum zu gestalten, und das Gebäude reagiert auch auf den Entwurf, oder die Landschaft reagiert aufs Gebäude oder das Gebäude auf die Landschaft. Nämlich der Wind, der in Dalian eine große Rolle spielt, den haben wir nicht nur zur Klima, für das Klimakonzept verwendet, sondern auch die Landschaft so gestaltet, dass der Hauptwind über das Gebäude drüber streichen wird. Das Konzept. Zwei Hauptachsen sozusagen führen zu dem Küstenstrich. Das ist das Konzept für das Ende der Stadt gewesen. Wir führen die Linien weiter, und als Endpunkt dieser beiden Achsen sitzt das Kongresszentrum und Kulturzentrum. Also die Landschaft drumherum wurde von uns auch entworfen. Das Gebäude selber wurde auf Einladung des Bürgermeisters, der BMW in München gesehen hat, entworfen. Wir mussten also keinen Wettbewerb machen. Das hat einen großen Vorteil gehabt, weil der Bürgermeister als nicht Bauherr, sondern Auftraggeber hinter jeder unserer Entscheidungen gestanden ist. Und immer wenn es kritisch geworden ist, konnte ich über den Bauherrn, Auftraggeber, Bürgermeister Einfluss auf die Entscheidungen auf der Baustelle nehmen. Kongresszentrum heutzutage funktioniert nicht mehr so wie früher, nämlich zentralperspektivisch, oder die Hallen selber sind nicht mehr so organisiert wie früher, sondern eher in verschiedenen Konstellationen werden verschiedene Arbeitsbereiche in diesem Kongresszentrum durchgeführt werden können. Die Oper in der Mitte ist ungefähr so groß wie unsere Wiener Oper. Also das Konzept, die zwei städtebaulichen Straßenachsen begrenzen sozusagen das Baufeld des Kongresszentrums.
die Entwurfsidee der Vormutation, das Einspielen der Landschaft in die Gebäudehülle und umgekehrt, findet in dem Programm Ausdruck, oder das Programm entscheidet über die Form des Gebäudes, geht eine Synergie ein mit der Außenhaut und mit der Landschaft. Sie sehen die Anordnung der Kongresshallen und in der Mitte als Herz der Anlage die Oper. Die Haut selber, die verformt wird, einerseits durch das Hinausdrehen der Kongresssäle, andererseits durch die klimatischen Bedingungen, wurde intensiv studiert. Ich muss sagen, dass wir ohne parametrische Programme dieses Problem nicht bewältigen hätten können, vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Und außerdem hat dieses Programm den Vorteil gehabt, dass wir im entscheidenden Augenblick, wie im Rohbau sich herausgestellt hat, dass das Gebäude sich anders verformt als berechnet, wir in kürzester Zeit die Fassadenplanung nachziehen konnten. Das sind die ersten Studienmodelle. Die Programmvariationen zeigen und die Außenhaut- und Dachstudien. Noch einmal das Programm. In der Eingangsbereich befindet sich in 15 Meter Höhe. Das ist sozusagen der öffentliche Bereich, der sich rund um die Oper weiterführen lässt. Und wie eine Perlenkette rundherum befinden sich die verschieden geformten und verschiedene funktional ausgeprägten Kongresssäle. Sie sehen, die Typologie ändert sich von Raum zu Raum und in der Mitte die Oper und der öffentliche Bereich, der sich rund um die Oper und auch zwischen die Kongresssäle schiebt, deutlicher hier zu sehen. Grundrisse. Ich bin in Eile, Sie sehen. Kann man nachlesen, kann man nachschauen. Was interessant war, war die Aufgabe, dass wir die Oper sozusagen nicht nur als eine Guckkastenbühne verwenden, sondern als zwei, von zwei Seiten einsehbare Bühne, das den Vorteil hat, dass bei großen Präsentationen sowohl die 1600 Sitze der Oper als die 1000 Sitze des Bankettsaals als Zuschauerraum benutzt werden können. Das sind die verschiedenen Variationen. Was interessant ist, dass wir bei der Hinterbühne den eisernen Vorhang auf und zu machen können und sozusagen von einer Guckkastenbühne zu einem Vineyard-Konzertsaal oder Vineyard-ähnlichen Konzertsaal-Typologie kommen. Das ist das Modell dafür. Die Oper selber war ein komplexes akustisches Problem, weil unsere Auftraggeber wollten, dass sowohl elektroakustische als auch elektrische akustische Performance stattfinden sollte, als auch ganz konventionelle Oper, also mit normaler Akustik. Das hat uns die Gelegenheit gegeben, nicht nur die akustischen Möglichkeiten zu studieren, sondern sie auch in Form umzusetzen. Natürlich wieder alles überprüft im riesengroßen Modellen. Auch diese Modelle wurden akustisch vermessen. Die Konstruktion an und für sich sehr einfach. Eine Stahlkonstruktion, teilweise Verbundkonstruktion, tischförmig. Auf diesem Tisch ruht die Oper und die Zugänge zu den Kongresshallen.
ein räumlich verformtes System als Dachhaut und Fassadenhaut. Also wie schon erwähnt, ohne Parametrik wäre das nicht möglich. Insofern hat Patrick Schumacher recht, wenn er meint, dass die Architektur der Zukunft nur über parametrische Regeln zu erfinden ist. So ganz recht hat er natürlich nicht, aber in dem Fall hat er recht, weil wir ohne diesem System, wie schon erwähnt, wir unmöglich dieses Bauwerk in 3 Jahren gebaut hätten. Natürlich, Computerprogramme in Ehren, aber ohne Überprüfung in der 3. Dimension geht bei uns nichts auf die Baustelle, also Modelle, das Zusammenspiel von Modellen und Computertechnologie spielt eine große Rolle. Die Entwicklung der Fassade schaut komplizierter aus, ist aber eigentlich nur komplex. Die Glasteile, die Hautteile, die sogenannten Pop-Outs und die Studien am Modell. Die Dachhaut, die ein räumlich verformtes Raumtragwerk sind, führen dann zu einem Energiedesign-Konzept, das einfach ausgedrückt die Ablehnung der Blackbox, der künstlich beleuchteten Vortragssäle ablehnt und eigentlich eine Glasbox ist, die mit Louvers geschützt ist. Ist eine Energieersparnis von rund 15% berechnet. Sie sehen, dass wir alle Spielarten des heutigen Wissens der Klimatechnologie verwendet haben. Ich halte das aber nicht für so erwähnenswert, weil ich denke, das ist einfach Handwerk. Die Fassade selber war für mich sehr wichtig, weil wir hier nicht nur die klimatischen Bedingungen verbessert haben oder die Fassade dazu benutzt haben, optimale klimatische Bedingungen im Innenraum zu schaffen, nämlich unter anderem dadurch, dass wir Wind durch das Gebäude leiten. Das gibt eine verschiedenartige Stellung der Louvers. Dann haben wir Aussicht und Ansicht studiert. Manchmal hat man eine breite Aussicht, manchmal eine fokussierte Aussicht. Natürlich, das zählt das Abschatten der Glasbox innen zu einem wesentlichen Bestandteil der Louvers. Sie sehen Planung und Realisation. Durch die verschiedenen Anforderungen ergibt sich ein sehr lebendiges Bild an der Außenhaut. Wieder Modell, wieder 1:1 Modell, die Realisation. Und das ist der Beginn der Baustelle. Ich denke nicht, dass man an den Bildern sehen kann, wie groß das Gebäude eigentlich wirklich ist. Es hat Raum für nahezu 6000 Personen, das heißt, es ist eine Kleinstadt. Und nur zum Vergleich, es ist ein bisschen größer als der Stephansplatz und wenn ich das Gebäude an den Ring stelle, dann geht es vom Heinrichshof bis zum Sacher und die Oper ist so groß wie die Wiener Oper. Corbusier hat gesagt, man solle Gebäude bauen wie Schiffe. Er hat es gesagt, wir sind seiner Anweisung gefolgt und bauen Teile unserer Gebäude in Schiffswerften. Das zum Beispiel ist ein Knoten der Stahlkonstruktion. Warum in der Schiffswerft? Erstens geht es schneller und zweitens waren es die einzigen Spezialisten, die 10 cm dicke Stahlplatten sicher schweißen konnten. Das haben wir schon früher gemacht. Wir haben eine ganze Kunsthalle in einer Werft gebaut, nämlich die Kunsthalle in Groningen. Und erst letztens haben wir das Dach einer kleinen Kirche
in einer Schiffswerft in Bremen bauen lassen. So schaut es dann fertig aus. Zurück zur Baustelle Dalian. Ich habe dieses Bild analog der vorletzten Biennale genannt. Architecture where people meet. Es ist, Sie sehen, also es ist eine gewaltige Konstruktion und es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie dieses Gebäude in dieser Form wächst. Manchmal denke ich, dass es schade ist, dass man diese Baustelle dann verkleidet und benutzbar macht, weil mich erinnert das sehr an mein großes Vorbild Piranesi. So, das ist das fertige Bauwerk. Wir gehen mal rundherum. Sie sehen die lebendige Fassade. Durch die verschiedenen klimatischen und Anforderungen und die verschiedenen Möglichkeiten des Aus- und Anblicks. Auch hier kann man die wirkliche Größe und Präsenz des Gebäudes nicht wirklich erfassen. Vielleicht sieht man die 40 Meter lange große Auskragung hier, spürt man das Gewicht, das auf dieser Auskragung sitzt. Das war übrigens das Problem, dort wo wir die Fassade am meisten ändern oder anpassen mussten. Ja, hier sieht man vielleicht, hier sehen Sie die wichtigsten Transporteure der Architektur, nämlich die Fotografen. Ja, diese Teile der Fassade haben wir eigentlich an einem Wiener Projekt entwickelt, aber wie der damalige Auftraggeber das gesehen hat, nämlich die Wiener Stadtwerke, wurde mir mitgeteilt, dass die Direktorin gesagt hätte, so ein Blödsinn braucht man nicht. Es wäre jetzt ein neuer Vortrag über Wien fällig, mache ich aber nicht. Sondern ich gehe um das Gebäude herum. Sie sehen, die Rückwand ist im Entstehen. Hier werden wahrscheinlich die höchsten Gebäude von China entstehen, die zum Teil dieser Stadtentwicklung gehören. Die Landschaft rundherum war bei der sogenannten politischen Eröffnung noch nicht fertig, wie man hier sieht. Aber das Gebäude musste fertiggestellt werden, weil der Bürgermeister in die nächsthöhere Stufe gelobt wurde. Und daher wollte er noch das Gebäude selbst sozusagen öffnen. Der Innenraum, Oper mit den Aufgängen zur Galerie. Und ich muss sagen, obwohl es ein Riesengebäude ist, bin ich sehr stolz, dass es trotz des großen Maßstabs nicht corporate aussieht, sondern es ist ein differenziertes, ein Innenraumgebäude, der den Besucherfluss auf der einen Seite lenkt. Es ist übersichtlich genug, dass man weiß, wo man ist und trotzdem lebendig und nicht abweisend. Das Ganze hier ist 45 Meter hoch. Auch hier natürlich die Vorbereitung der Verkleidung kann nur über die Computerprogramme laufen und das Ganze dann ökonomisch tragbar zu machen, ist das auch ein wichtiger Beitrag. Das ist die Eingangshalle, die so groß ist wie 4 Fußballfelder, aber daran ist man in China natürlich gewöhnt. Das Eröffnungskonzert bei der politischen Eröffnung, Sie sehen die Differenzierung
an der Balustrade. Sie sehen die Sound Sails, also die Segeln zur Verbesserung der Akustik. Das alles kommt aus den Angaben des Akustikers. Es ist also eine funktionale Plastik. Das war das Eröffnungskonzert, weil man sieht hier die Blumen, die dann überall herumstehen. Ich selber war bei dieser Eröffnung und durfte inmitten von 30 Politikern das Gebäudeband durchschneiden. Und weil sie wussten, dass ich Österreicher bin, haben sie mir auch die richtige Musik dazu gespielt. Geht nicht. Ich hätte mir eher das erwartet. Ja, das muss nicht sein. Es geht nämlich dann über in Paradise City von den Guns N' Roses. Das können wir uns nachher an. Lieber Herr Brix, warum, wenn ich dieses Gebäude sehe, warum fallen mir da immer Walfische ein? Nur weil ich weiß, dass Moby Dick Ihr Lieblingsbuch ist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, gut. Aber ich liebe das, wenn Leute zu unseren Gebäuden irgendwelche Spitznamen erfinden, weil das zeigt, dass es von den Besuchern mental in den Besitz genommen wurde. Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie in China bauen. Oh ja. Weil ich noch in Erinnerung hatte, dass Sie sich irgendwann mal in einer Unterhaltung also ich zitiere jetzt einmal das, was veröffentlicht wurde. Das ist übrigens falsch. Ich kenne das, es ist aber falsch, das habe ich nie gesagt. In der Süddeutschen Zeitung? Ja, ja. Gut, Sie haben nie gesagt, dass China die schlechten Eigenschaften des Turbokapitalismus mit den schlechten Eigenschaften des autoritären Kommunismus kombiniert haben. Anders kann ich es mir ja nicht erklären, dass das nie gesagt worden ist, weil sonst hätten Sie nie diesen Auftrag gekriegt. Das habe ich mir vielleicht gedacht. Nein, ich habe schon gesagt, und zwar im Jahr 2000. Wir haben ja relativ früh begonnen, in China zu arbeiten, notgedrungen, weil hier in Wien ja, wir haben so viele Aufträge in Wien, dass wir nach China auswandern wollten. Wir haben früh begonnen, da zu arbeiten. Josef und Ostermeier ist immer noch da. Der war, ja, ich weiß, das, ich rede ja zu ihm. Gut. Nein, 2000, ja. Sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe wirklich gesagt, ich will da nicht arbeiten mehr. Da bin ich drauf gekommen, warum ich so eine Abneigung mir also aufgezwickt habe, weil ich mit dem Verhalten des Gegenübers einfach nicht zurechtgekommen bin. Und dann bin ich darauf gekommen, dass China, die chinesische Kultur, ich hoffe für uns alle, sie wird nicht Leitkultur werden, dass die chinesische Kultur die Aufklärung nicht gehabt hat. Das ist jetzt keine Evaluierung, es ist eine Tatsachenfeststellung und in der Aufklärung ist doch eines der wesentlichsten Sätze die der Selbstbestimmung. Dieses Wort kennen die Kollegen in China noch nicht. Und erst durch den direkten Auftrag des Bürgermeisters von Dalian, wo wir eine gleiche Augenhöhe bekommen haben, war es dann wieder möglich, in China zu bauen. Und außerdem ist ganz wichtig, ich denke, dass der Rem, die Sacher und der Stephen Hall und Herzog Demerow mit ihren Bauten
nicht entlang den Wünschen oder Bestimmungen des chinesischen Auftraggebers gehen. Gefährlich wird es nur dann, für autoritäre Systeme zu bauen, wenn man den autoritären Systemen folgt. Das machen viele Kollegen, leider. Ich erinnere an Brunelleschi, der für das autoritärste System damals der katholischen Kirche eine fantastische Kuppel am Dom von Florenz entworfen und gebaut hat. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, weil Sie haben gesagt, Sie haben so immer das Gefühl, wie ein gotischer Dombaumeister unterwegs zu sein. Ja, bei der EZB. Da war immer gotische Baumeister. Da waren wir eher beim Brunelleschi. Also nicht, weil das Konklave am Dienstag beginnt. Die Liturgie. Werden wir Papst? Nein, wir werden nicht Papst. Das, ich glaube, das würde weder zu Ihnen noch zu mir passen. Aber die Liturgie, nein, die Kirche war in der Gotik ein Teil der gebauten Liturgie sozusagen. Welche Liturgie? Welche säkulare Liturgie verwirklicht denn Wolf Brix? Keine in säkulare Geometrie. Nein, warum? Ein Museum. Werde ich doch Papst. Nein, aber ich wollte sagen, ganz entscheidend ist, und das auch bei den Kirchen, ist die andere Art der Geometrie. Nur Gebäude mit anderer Art von Geometrie entwickeln diese Präsenz, wie zum Beispiel das Gebäude von Rem Koolhaas, CCTV-Gebäude in Peking. Eine komplett andere Geometrie. Auch bei der EZB wird man das sehen. Und da denke ich auch bei der Allianz. Und was ist in der Pipeline, das nächste Projekt in China? Ich sage ja, wir bauen zwei Museen unter einem Dach. Auch so groß, dass das Markt, glaube ich, das Pförtnerhaus ist. Also, und es schaut wieder aus wie ein Walfisch? Eher wie ein Flunder. Herr Brix, danke für Ihren Vortrag.